Die Anleger sind vorsichtig und sie bleiben vorsichtig. Der DAX heute etwa 0,3% im Minus den ganzen Tag. Wir pendeln so mit kleinen Ausschlägen um die 13.200 Punkte. Wir sind mal runtergerutscht bis 13.170 Punkte. Und das war der Tiefstand vom Freitag gewesen. Und Charttechniker sagen, das ist dann so eine kleine Unterstützung. Es war ein relativ ruhiger Handel, haben mir die Händler berichtet. Man merkt einfach, dass in den USA Feiertag ist, aber morgen handeln die ja wieder. Und dann geht es auch richtig los mit der Bilanzsaison. Wir haben einige Schwergewichte aus den Banken. Wir haben IBM, wir haben United Health Group. Und der Euro ist auch wieder relativ fest geworden zum US-Dollar. Marschiert jetzt in Richtung 1,23. Das ist ein Vierjahreshoch. Und auch das ist so ein kleiner, aber feiner Belastungsfaktor für den Aktienmarkt. So, jetzt schauen wir mal voraus, was morgen am Dienstag alles passiert. Zunächst einmal sind es die Japaner, die etwas Musik spielen, und zwar mitten in der Nacht. Da haben wir zunächst einmal die Erzeugerpreise um kurz vor 1, dann um 5.30 Uhr unserer Zeit den Dienstleistungssektorindex, auch relativ wichtig. Um 8 Uhr dann hierzulande die Verbraucherpreise. Ja, da geht es dann wieder in Richtung Inflation. Was macht die EZB? Das ganze Thema, das ist ja in unseren Köpfen, dass es dort ein Umdenken gibt. Und das ist ja auch ein Grund, warum der Euro so angezogen hat. Am Nachmittag 14.30 Uhr der Empire State Manufacturing Index. Empire State, das ist der Großraum New York. Da wird geschaut, was ist denn da alles hergestellt worden. Das lässt sich wunderbar hochrechnen für den gesamten amerikanischen Wirtschaftsraum. Und um kurz vor 3 dann das sogenannte Red Book. Das sind die Einzelhandelsumsätze. Der Einzelhandel, auch eine sehr wichtige Kenngröße für den Konsum bzw. dann auch die amerikanische Wirtschaft. Ja, Zahlen, ich hatte sie angesprochen. Morgen geht's also los mit der Citigroup. Ein Schwergewicht, das nächste Schwergewicht, United Health Group. Und dann haben wir noch Schoeller-Bleckmann. Das ist das Thema Öl, Ölfelder, Ölbohrung. Auch da werden wir mal drauf schauen, der Ölpreis ja in Richtung 70 Dollar mittlerweile marschiert. Ihnen jetzt einen tollen Abend. Wir sehen uns wieder dann morgen am Dienstag.